Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Fußballfans, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frey Zockt und We Are Football. Ja, kaum hat man uns geholt, haben wir mal wieder ein Spiel gewonnen. Finde ich gut, wir sind auf dem 7. Platz. Das nächste Spiel geht gegen SSV Jan Regensburg und ich bin mal gespannt, wie wir uns da schlagen. Ich habe mir für die Woche mal ein paar Gedanken gemacht. Bin noch so ein bisschen leicht, wie soll man sagen, unorientiert in dieser Mannschaft. Ich habe keine Ahnung, was wir gemacht haben beim letzten Mal und das, obwohl die Aufnahme erst 2 oder 3 Tage her ist. So, wir wollten, hatten wir schon alles gemacht? Wir hatten eigentlich schon fast alles gemacht, oder? Ich fliege gerade nochmal schnell durch. Wir haben da einen Fünfer-Spieler, der 17 ist. Der wird schon besser, kann das sein? So. Mit wem verhandeln wir denn? Mit Jude Harrison verhandeln wir. Ich würde sagen, wir holen uns auch noch eine Alternative. Nach dem Motto, wenn das nicht klappt, oh, bei dem haben wir sogar bestätigt, dass der 3 Sterne hat. Nee. Hä? Haben wir doch genauso wenig bestätigt wie oben drüber den. Keine Ahnung. Also ich will auf jeden Fall mal 2 drauf. Wir brauchen einen Torhüter. Noch bevor die Geschichte hier rum ist. In 7 Tagen ist Deadline Day. Und ich will selbst bestimmen, welchen Torhüter ich kriege. Ich will davon nicht abhängig sein von irgendwelchen Leuten, die Spieler loswerden wollen. Und deshalb machen wir das so. Gut, das brauchen wir nicht. Einladung bei einem Bandensport auch noch. Ja, es ist ja eine ruhige Woche. Ich bin wahrscheinlich knallerot oder ganz tot danach. So, Galligkeit. Wir machen Pressing. Ich brauche mal... Es ist aber auch zum Mäusemelken. Da ich Zweikampf so schlecht positioniert habe. So, hier wollen wir aktive Erholung machen. Und hier auslaufen, dass wir die komplette Frische wieder kriegen. Und das Training reicht 100%. So, 7 Tage dauert das Ganze. Also am Ende der Woche. Ich weiß nicht, was ich sonst noch machen soll. Wir gehen in die Woche und gucken, was passiert. Also, für den wollen sie uns 42.000 bieten. Und 15%, wenn sie ihn weiterverkaufen. Der ist so alt, der wird nicht weiterverkauft. Ich guck mal, ob ich mehr rausholen kann. Nicht wirklich. Ist egal. Wir akzeptieren das Angebot. Und dann ist er weg. Sind wir einen schon mal los.
So, für den wollen sie 6,5 Millionen. Der ist ja teurer wie der andere und der andere ist besser. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ich will zwei Verhandlungen. Weil die scheitert instant und dann kommt direkt die nächste und die ist bei 4,2 Millionen. Ich hoffe nur, der ist so gut. Wow, die bestehen da drauf. 4,2 Millionen und 15%. Die bestehen da drauf. Das ist ein Spieler, der 1,3 Millionen Wert hat. Und die wollen 4,2 Millionen und 15% für einen Weiterverkauf. Was ist nur falsch mit denen? Ich akzeptiere die Forderung. Kommt das nächste Highlight. Der will noch Handgeld. Der will auf diese Ablösesumme noch ein Handgeld obendrauf. Was ist nur los mit diesen Spielern? Wirklich, also es gibt kein Handgeld, wenn ich eine riesen Transferablöse bezahle. Handgeld gibt's, wenn ich bei der Transferkosten Geld spare. Dann gibt's Handgeld. Nicht, wenn ich Millionen zahlen muss, damit der Spieler überhaupt zu mir kommen darf. Alter Schwede. Wenn sie mir das jetzt verweigern, weil das meine Budgets übersteigt, dann bringe ich, glaube ich, im Dreieck oder so. So, das hat er schon mal akzeptiert, das ist schon mal gut. Ja, beim Handgeld muss er mir entgegenkommen noch. Macht er das noch? Oder flippt er aus? Also ich wäre jetzt bereit, diesen Vertrag zu unterschreiben. Sag mal, was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich dazu noch sagen? Du darfst keinen Euro diese scheiß Dinger übersteigen und kriegst deshalb keine Spieler bei. Alles, was besser ist, kriegst du. Ja, und jetzt wollen die uns für den Spieler, der eine halbe Million wert ist, für 288. Ich glaube, denen geht's alle zu gut. Ich glaube, die haben irgendwie, haben die den Eindruck, ich bin irgendwie so ein Spielball, mit dem kann man es machen. So kommt es mir gerade vor. Oh, Sponsor ist extrem unzufrieden über die Zusammenarbeit. Es ist hervorragend, wie es hier läuft. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier zu Jan Regensburg. Ballern die aus dem Stadion. Und dann mögen uns alle wieder. So wie es immer ist im Fußball. So, ja, ich bräuchte einen besseren Torhüter, ich bräuchte einen besseren Rechtsaußenverteidiger, ich bräuchte einen besseren offensiven Mittelfeldspieler, ich bräuchte bessere Außenstürmer, weil mein bester Linksaußen, der ist gelb-rot gesperrt, mein bester Rechtsaußen war gesperrt, den kann ich endlich wieder einsetzen.
Ich weiß überhaupt nicht, was sind das für Spieler, die da auf den Positionen standen. Ich habe 8,9er Innenverteidiger hier sitzen, wieso das? Den brauche ich definitiv nicht. Ein 4, irgendwas. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wo ist mein Innenverteidiger mit 9,8? 8,9, Entschuldigung. Sonst habe ich hier einen, der könnte auch LAV, aber der wäre nur ein 7,2er. Er kann aber unter anderem auch defensives Mittelfeld. Wie stark wäre er da? Immerhin 7,3. Ich habe irgendwie den Eindruck, mir gehen Spiele abhanden hier. Ich habe einen Torwart dabei, das ist mein Ersatztorhüter. Ich habe einen IV, ich habe noch einen IV und dann habe ich noch einen IV. Sag mal, wie viele IVs habe ich denn dabei? Ich kann ja eine ganze Mannschaft von Innenverteidigern aufstellen. Wisse. Ich habe 6 Innenverteidiger in der Mannschaft, ich habe 5 Torhüter in der Mannschaft, aber wenn ich einen kaufen will, der uns weiterbringt, dann sagt der Vorstand, nee, das geht nicht, das Budget ist überzogen. Beim Rest haben sie zugestimmt. Ich frage mich, was sitzen da für Leute in diesem Manager, in den verantwortlichen Positionen? Ich habe keinen Ersatzstürmer dabei. Dann geht der schwächste Innenverteidiger und dafür kommt ein Ersatzstürmer. So einfach sehen wir das. Das ist echt, das ist ein Hohn. So, wir sind überall sind wir besser wie Regensburg. Also noch. Wahrscheinlich bis wir am Platz angekommen sind. Da tauschen die dann wahrscheinlich nochmal alles oder so. Ich weiß auch nicht. So, wir spielen exakt das gleiche, was wir auch schon mal gespielt haben. Das sah ganz gut aus. Können vielleicht ein bisschen mehr Pressing machen. So minimal ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr mit Abseitsfalle arbeiten. Probieren es mal. Ja, die treten uns gegenüber, wie wir auch antreten. Das einzige Unterschied ist, die haben schwächere Spieler als wir. Und zwar auf fast jeder Position. Wobei hier ist ein Achter. RAS. Den sollte ich mir mal genau wie den hier merken. Jan Regensburg hat wohl stärkere Spieler. So, wir attackieren. Den DM, weil ich gerade nicht weiß, wen ich sonst attackieren soll. Wenn ihr gewinnt, gibt es einen Tag frei. Das ist die wichtigste Aussage überhaupt. Wir sind hier wieder überall voll. Hatte ich nichts gesagt im letzten Spiel oder kriege ich das zurückerstattet, wenn es passt? Angeblich sind mal 3 Punkte unter Plan, was ich nicht ganz verstehe. Ich sage einfach mal, die Null muss stehen.
Wir wünschen dem Schuhen viel Glück. Wollen wir sagen, dem OM ist es, glaube ich, dass es heute sein Tag wird. Hey, dir wollte ich viel Glück wünschen. Nicht einfach umstellen, was ich sag. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein ins Spiel und gucken mal, was passiert. Es wird schon schief gehen. So, wir sind schon im Angriff. Berko kriegt einen Ball, trippelt sich vors Tor und schießt vorbei. Wer ist Berko? Ach, der LRS. Der im letzten Mal noch RAS gespielt hat, glaube ich. Oh, die Gegner haben einen Eckball. Immer gefährlich, die Standards. Ich hab's noch gesagt, dass die Standards immer gefährlich sind. So, Melim spielt ab auf unseren Stürmer. Der passt raus zu Starke. Starke passt vor zu keine Ahnung wem. So, da ist er wieder. Doppelter Torriecher und kriegt den Ball nicht rein. 8-8er Stürmer. Aber wir sind im Angriff und wir kriegen unsere Chancen noch, bin ich fest von überzeugt. So, Berko trippelt sich wieder in den Strafraum. Spielt eine Flanke auf Starke, dem Kopf und Tor, Ausgleich. Wie geht von vorne los? Wir haben schon wieder einen Eckball. Warum sind die jetzt im Angriff? Haben die was geändert? Nö. Über wen kommen sie? Wen könnte man angreifen? Wir ändern das Ganze. Wir greifen ihn an. Ihn hier. 6,9er IV. Gucken, ob das was bringt. Wir versuchen, den Ballbesitz weiter an uns zu reißen. Die anderen haben fast genauso viele Chancen wie wir. Das kann mir nicht gefallen. So, wir müssen mal ein bisschen Leute motivieren. Erstmal sagen wir dem, dass wir denken, dass er es besser kann. Und dann loben wir noch ihn hier, dass er gut spielt. Okay, beide sind nicht ganz zufrieden mit dem, was wir ihnen gesagt haben. So, wir haben Freistoß. Tim Starker. Das Skarke. Spielt ab. Und wie viele Leute wollen den Ball vom Tor noch haben? Also vom Stürmer auf den OM, auf den DM, auf den Innenverteidiger und der schießt vorbei, oder wie? So, Adams. Kopfball. Melem. Trippelt sich vor. Schießt und vorbei. Alter, fünf Chancen. Sie sollten doch irgendwie mal noch ein Tor machen. So, Melem schießt. Wow. Ja, da haben wir das Tor. Eben noch eingefordert, da haben wir es. Gut, die Spieler sind ein bisschen, die sind ein bisschen platt von dem Ganzen. Also wir haben die ganz schön rumgescheucht. Wahrscheinlich auch durchs Pressing und Gegenpressing. Wen ich gerne mal sehen würde, ist den Stürmerersatz. Mal gucken, wie der sich da verhält. Oh mein Gott. Ja, einen OM-Ersatz schieben wir auch noch auf den Platz.
In der Innenverteidigung können wir mal den Pfeifer einwechseln. Ne, es macht eigentlich keinen Sinn. Der ist stärker, der Stevens. Wir setzen ihn als RAV ein. Obwohl wir da einen besseren hätten. Du willst einen Spieler unbedingt auf den Platz bringen und dann suchst du verzweifelt nach der Chance, ihn auf den Platz zu bringen. Und wechselst ihn auf eine Position ein, wo du hinterher sagst, das war nicht meine beste Idee. Aber gut, es ist halt so. So, dann spielen wir das Spiel zu Ende und ich hoffe, dass es nicht zu unserem Nachteil wird, dass wir jetzt die Wechsel gemacht haben. In der 75. Minute kriegen die noch Noten, unsere Leute. Ja, da sind die Noten. Und es wäre schick, wenn die nochmal einen Angriff machen würden. Nicht die, sondern wir. Nicht schon wieder ein Standard. Komm, pfeif ab. Es reicht, pfeif ab, danke. 3 Punkte. Schlechtes Spiel. Schlechtes Spiel. Aber es sind die nötigen Punkte, die wir gebraucht haben, um den um den Tabellenplatz zu behalten. Und Regensburg steigt sogar, obwohl sie verloren haben, steigen sie um eine Position auf. Wie geht denn sowas? Ja, Marvin Melem, der hat es geschafft in die Mannschaft des Tages. Zum 3. Mal in der Saison. Ja, neue Position. Fabian Schnellhardt. Wer ist das? Kenne ich den? Spielt er bei uns? Und weiter will man unseren Schuhen kaufen. Warum den besten? Es stehen zwar andere auf der Transferliste, keiner will die. Jeder will nur unseren besten Torhüter kaufen. Ich kann den doch nicht abgeben. Was glauben die, was ich hier den ganzen Tag mache? Club ist pikiert. Warum? Weil ich meinen Spieler behalten will und nicht bereit bin, den abzugeben für unter Marktwert? Ist der Club pikiert? Ehrlich jetzt? Was ist mit euch los, ey? So, Deadline Day. Ganz langsam. So, wollen wir den verkaufen? Das ist die große Frage. Ich habe ja keine Ahnung. Das ist unser Ersatz, glaube ich. 6,7er will ich nicht. Ich darf aber keine Gespräche führen, habe ich gelernt. Kann mal gucken. Das ist unser Ersatztorhüter. Ja, es stehen zwar andere auf der Transferliste. Den und den wollen sie. Die Besten wollen sie. Die Leute, die ich verkaufen will, die will keiner. Komm, bietet mir einer einen Torhüter an für 2 Millionen. Irgendwas, irgendeinen guten Torhüter. Irgend so ein Schnäppchen wie drüben bei Werl. Können die mal wechseln? ...6,4er IV. Genauso langweilig. Vor allem IVs habe ich ja genügend. Ich meine, es... Der wäre ein Schnapp,
aber. Bin gerade am Grübeln. Ich habe mehr IVs als nötig. Ich brauche kein IV und schon gar kein 6,4er, obwohl es ein Schnäppchen ist. Wir könnten ihn kaufen, wir könnten den ein halbes Jahr bei uns behalten, wir könnten ihn auf, für Marktwert zum Verkauf stellen. Wir würden es zehnfache verdienen. Sollen wir mal? Kriege ich ihn noch weiter runtergehandelt? Das Angebot ist einfach zu gut. Wieso will der so viel Gehalt? Du sollst ein Schnäppchen sein. Du darfst nicht so viel Gehalt verlangen. Du sollst ein Schnäppchen sein. Ja, ich muss weiter runtergehen, ja, sonst ist er sauer, wenn ich nachverhandle. Das akzeptiert es nämlich. Und wenn ich jetzt. Der hätte auch akzeptiert, wenn ich gesagt hätte 250.000. Das ist das Problem. So, wir haben ausgebaut statt abgebaut. Ein 6-7er Stürmer. Ein Hannover 96. Wollten wir den loswerden? Wer ist denn das? Adrian. Wir haben keinen Adrian. Was ist das für ein Spieler? Kann da nicht mal ein Symbol dran sein? Will ich den verkaufen? Wer ist das? Wo kommt der her? Was macht der? Dieses Spiel ist einfach. Es regt mich einfach auf. Ich habe Leute auf der Transferliste. Ich will nur ein Zeichen sehen. Habe ich den auf der Transferliste? Fragezeichen. Der steigt bald auf. Den verkauft man nicht. Der steigt bald auf. Ich weiß trotzdem nicht, wer es ist. Ich guck noch mal durch. Da ist er. War man nicht auf der Transferliste. Die bieten mir nur Verträge an für Leute, die nicht auf der Transferliste sind. So, wen wollen sie jetzt kaufen? Cyril Stevens. Kader. Das ist mein LAV, wenn ich das richtig sehe. Oder mein Innenverteidiger. 3 Millionen Marktwert, 2,4 bieten sie. So, wen haben wir denn hier? Stürmer, wollen wir nicht. Den geben wir auch nicht her. Da verhandeln wir es gar nicht. Also, ich finde den Transfermarkt finde ich ein bisschen skurril. Du kriegst Angebote für alle Spieler, die du behalten willst. Und alle, die du loswerden willst, da kannst du. Nicht mal ein Viertligaverein interessiert sich für einen Spieler von mir. Suchen die keine Leute. Komm, noch mal ein gutes Angebot hier, ein guter Torhüter. Please, irgendwas muss doch hier vorangehen. Was ist das für ein Deadline-Day? Sie wollen Patrick Pfeiffer kaufen. Das ist der, wo ich beschlossen habe, dass ich den ausbilden will.
Patrick Pfeiffer steht nicht auf der Transferliste, hat 2 Talentsterne, ist 21 Jahre jung und wenn er Ballgewinn hat, wird er stärker. So, hier oben versuchen wir die Leiste voll zu kriegen. Der hat gute Talente und ja, wir versuchen ihn halt besser zu machen, weil ich glaube, dass das halt eine Zukunft oder dass der bei uns eine Zukunft hat. Natürlich wird für den wieder ein Angebot gemacht, ist ja klar. So, und die Buttons sind weg, weil die 24 Stunden rum sind. Ich weiß nicht, Deadline Day ist nicht meins. So, wir haben einen neuen hängende Spitze, 18 Jahre alt, 5,6er Stärke. Wir kriegen Managerpunkt, Jugendspieler war das. So, und unser neuer Innenverteidiger ist da. Wir haben mehr Innenverteidiger wie sonst was und ...32 passt. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich den gekauft habe. Ich habe ihn nur gekauft, weil gescheites Angebot war, ja. Aber brauchen tue ich den halt wirklich. Was ich brauche, kriege ich nicht. Und was ich loswerden will, kauft keiner. Wir machen Spielerförderung. Und trainieren mal Konter. Stellen wir eh um. So, und jetzt ist genau das passiert, was ich gedacht habe. Ich hatte 4 Millionen zur Verfügung, die streichen mir die Hälfte weg und schieben das für die nächste Saison. Das heißt, ab jetzt verhandeln wir für die nächste Saison. Heißt auch mit anderen Worten, alle, die auslaufende Verträge haben, gehen ablösefrei. Weshalb ich am Überlegen bin, den einen oder anderen, den ich verkaufen will, sogar noch zu verlängern. Nur um das Geld nicht auf der Straße liegen zu lassen, ja. Auf der anderen Seite, ich will sie ja loswerden. Also wir müssen mal gucken, auslaufende Verträge. Wen haben wir denn alles bei auslaufenden Verträgen? Der hier hat einen auslaufenden Vertrag, das geht mal gar nicht. Kann ich nicht verlängern den Vertrag, weil gehört Bayern München. Okay. Der hat einen auslaufenden Vertrag, kann ich nicht verlängern, weil gehört Union Berlin. Also ist es gar nicht mal so verkehrt gewesen, dass ich gesagt habe, wir kaufen den 6, irgendwas dazu. Weil wenn die weg sind, dann haben wir ein Problem. So, der ist 29 und hat keinerlei Talent und der Vertrag läuft aus. Was mache ich mit dem? So, von ihm müssen wir einen Vertrag verlängern, so viel steht fest. Unser Ersatzstürmer, der einzig brauchbare. Und ich bin sogar geneigt, diesen Vertrag hier auslaufen zu lassen. Eigentlich ist es ein guter Innenverteidiger. Kriegen wir den nochmal gesteigert? Mit Flanken ganz sicher nicht. Mit Manndeckung schon eher. Aber in Flanken ist er so weit fortgeschritten, dass es keinen Sinn macht, das jetzt umzustellen. Und dann sagt man einfach, ja, dann macht noch Flanken, vielleicht wisst ihr RAV. Dann helfen Flanken. Also, wir versuchen seinen Vertrag zu verlängern. Mal gucken, was er dazu sagt. Dann müssen wir halt runternehmen von der Transferliste. Das ist dann halt so. Aber ich mag ungern so einen 500.000 Mann ablösefrei gehen lassen. Nächste Saison haben wir viel Arbeit mit Vertragsverlängerung.
laufen alle nächstes Jahr aus, die Verträge. Und da sind richtig gute Leute drunter. Aber alt, ein Talent. Wir brauchen viele, viele gute neue Spieler. So, wir treiben einmal Sport. Wir machen eine Weiterbildung. Ja. Ballgewinn, Freistöße. 5,8er Halbsturm. Oder hängende Spitze oder wie auch immer man das Ganze nennt. Ich sag immer Halbsturm. Ich weiß halt nicht. Ich meine, er macht bald seinen Step hier. Der ist bei 97%. Ich weiß halt nicht, ab wann die aus der Jugend verschwinden. Das haben wir auch noch nicht rausgekriegt. Es ist halt blöd, das mit einem testen zu wollen, der eine 5,8er Stärke hat, weil der hat auch einen Marktwert, denke ich mal. Steht noch nirgendwo, aber wenn wir dem Profivertrag geben, der hat bestimmt einen gewissen Wert. Ich meine, der hat einen Talentstern, ist 5,8. Ah, was eine Woche. Ja, wir haben keinen Torhüter verpflichtet bekommen. Die wollten alle Unsummen haben. Dann haben wir uns auf einen geeinigt und dann konnte ich ihn nicht mehr verpflichten aufgrund von den vom Restbudget. Und dann war Schicht im Schacht. So, ich gucke mal schnell hier alles durch. In der nächsten Folge müssen wir unseren Transfermarkt durchforsten. Wir müssen Leute verpflichten für nächste Saison. Machen wir. In der nächsten Folge. Ich bin hier raus. Ich sage an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken. Der Vorstand hier bringt mich zum Verzweifeln. Also ich weiß nicht, das Transferbudget ist schon hoch, aber jeder Spieler, der ein bisschen mehr Kraft in diese Mannschaft hier bringen würde, die wollen die Ablösesummen, wo ich sage, also beim besten Willen, das ist der Spieler nicht wert. Ja, und dann reißt du dich dazu hin und sagst, okay, wir bezahlen diese massive Forderung, weil wir halt dringend da jemanden brauchen. Ich sage nur mal als Beispiel, hätten wir den Torhüter gekriegt, hätte ich vielleicht sogar den Schuh verkauft. Und wenn ich den verkauft hätte, dann hätten wir für den auch Geld gekriegt, so ist es nicht. Damit hätten wir das locker ausgleichen können. Aber das interessiert unseren Vorstand nicht. Der sagt nicht, du darfst ins Minus gehen, du musst es nur ausgleichen. Sagt er nicht. Der sagt, Budget ist überzogen, du darfst nicht. Punkt. Und sowas geht mir auf den Nerv. Wenn einer zu mir sagt, du hast zwar das Geld dafür und du hast auch die Chancen, dass du das dafür hinkriegst, aber du darfst nicht. Da drehe ich durch. Weil ich sage, wie kann man so kurzfristig denken? Ich meine, ich mache ja schon nicht viele Transfers. Ich will wirklich nur Transfers machen, die irgendeinen Sinn ergeben. Also entweder aus wirtschaftlicher Sicht oder eben aus spielerischer Sicht. Aber wenn du die dann schon nicht machen kannst, dann... Ich weiß auch nicht. Darmstadt hat einen seltsamen Vorstand, zumindest hier im Spiel.
Aber ich bin jetzt erstmal raus. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß hier auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Und beim nächsten Mal müssen wir uns sehr stark um den Transfermarkt kümmern, weil wir brauchen Spieler in der nächsten Saison. Uns rennen viele weg. Und wir sollten da zumindest schon mal ein paar Leute auf einer Liste haben, die wir dann nach und nach verpflichten können. Wir werden es in der Woche wahrscheinlich nicht schaffen, noch mehr Vertragsgespräche zu machen. Weil, ja, der Kalender ist ja auch noch buggy und ist halt wie es ist. Ich bin raus. Macht's gut. Tschüssi.